Hallo euch allen, das sind wir bei Madden NFL 19. Wir sind zurück in den Ultimate Legends, haben die zweite Challenge der McDaniel Curse Serie zu spielen. Dann gehen wir doch mal rein. Zweites Spiel heißt Javon Curse von den Tennessee Titans. The Freak was an immeditating present across the NFL, playing 11 seasons across the Eagles and Titans. Curse was selected to the Pro Bowl 3 times and was named first time All-Pro once. He kept his career with 74 sacks and 28 forced fumbles. Der Typ war ein Tier. Definitiv. Muss man so sagen. Ich kann mich auch selber noch daran erinnern, wie gesagt, wie auch meine Cowboys gegen ihn antreten mussten. Der Typ war halt wirklich gut. Ein absolut guter Spieler. Der nicht umsonst ist er in den Legends drin. Bin mal gespannt, ob wir ihn oder Randall McDaniel nachher dann bei der abschließenden Challenge bekommen werden. Ist ja mal ganz reizvoll. Ich habe da bis dato jetzt noch bei den ersten beiden Challenges keine hohen Spieler bekommen. Ich verwahre die aber mal schauen, was wir damit machen können. Und notfalls, ehrlich gesagt, geben die fette Trainingpunkte. Und sieht man ja wunderbar, Training Points brauche ich. Ich habe jetzt meinen Coach soweit durch, meine Coaches. Jetzt geht's an die Speed Points. So, Johnson, George und die Marcus Ware, Curse, Delaney Walker, Cole Chasey bei den Titans, angeführt natürlich vom Quarterback Marcus Mariota. So, wir dürfen den Ball kicken, das heißt, die Titans werden gleich retournieren. Ball ist unterwegs bis in die Endzone. Ja, mein Touchback, das heißt, es gibt einen ersten Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. Bin ich mal gespannt, was die Titans hier zeigen. Marcus Mariota, wollten wir uns einmal kurz angucken. Ja, da freut er sich. Wollen wir hoffen, dass wir ihm nicht zu viel Grund zur Freude geben hier im Spiel. Wir stellen unsere Defense mal ein und werden natürlich schauen, dass wir direkt per Blitz Druck auf Mariota ausüben. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Vollständiger Pass von Curse. Curse stehen wir nachher bei der Defense von Mariota. 5 Yards Raumgewinn heißt zweiter Versuch und 5. Ein guter Start. Ich kann mich da schon an manche Quarterbacks erinnern. Da hat es bis ins zweite Quarter gedauert, bis da die erste Pass-Completion mal passiert ist. Mariota sofort im ersten Versuch. 5 Yards, genau das richtige Rezept, um gegen einen Blitz zu agieren. Da kommt gleich der nächste. Dismantle den Ball ein bisschen zu lang. Kein Fumble. Er war schon in der Wurfbewegung. Daher heißt es jetzt dritter Versuch und 5 von der 30-Yard-Linie. Das heißt, wir haben sie direkt einmal bei einem dritten Versuch gehalten. Da lässt sich doch mit arbeiten. Dritter und 5 von der 30. Incomplete Pass. Der war nicht gut geworfen von Mariota. Damit haben wir einen vierten und 5, ein 3 and out, was wir damit in der Defense geschafft haben. Denn die Titans punten von ihrer eigenen 30-Yard-Linie aus. Ball ist unterwegs. Sanders nimmt ihn auf an der 24-Yard-Linie. Orientiert sich direkt rüber auf die linke Seite. Oh, und ist immer noch auf den Beinen. Kommt bis an die 47-Yard-Linie der Titans. Heißt, wir haben die Mittellinie direkt überschritten. So, erster und 10. Ball ist an der 47-Yard-Linie. So, Eddie George läuft. Bekommt da noch. Der größte Gegner war der eigene Fullback gerade. Kommt aber bis an die 30-Yard-Linie. Sehr schöner erster Run hier im Spiel. Erster Versuch um 10. Aber wir gehen ja wieder ins zweite Bereich hinein. Hatte ich eben gar nicht gemacht, glaube ich. Ach, was haben wir denn hier? Den Curl. Der ist jetzt wirklich mal zum Üben.
Amari Cooper ist meine Hauptanspielstation. Ich schaue mal auch mal, was Ezekiel Elliott macht. Ja, wir gehen auf Amari Cooper. Das war die sichere Variante. Vollständiger Pass. Zweiter Versuch und drei in der 24-Yard-Linie. Das Schöne ist, wir nehmen schon mal ein bisschen Zeit von der Uhr. Aber ich schaue mal, ich gehe mal von unten heran. Da sind so Play-Action. Ja, nehmen wir den Play-Action-Boot. Was haben wir denn hier, Freunde? Nehmen wir den Play-Action-Slide. Der sieht doch schick aus. Zwei Anspielstationen, Sharp und Amari Cooper. Und los geht's. Ja, Amari Cooper. Oh, das ist mein Tight End. Shannon Sharp, Mutterseelen alleine. Und der kommt bis an die 7-Yard-Linie. Neues First Down für meine Cowboys. Da kommen wir doch schon sehr, sehr gut nach vorne. Nehmen wir mal den Inside Zone. Los geht's. Oh, wunderbarer Move von Ezekiel Elliott. Da hat er den heranstürmenden Verteidiger aber ganz alt aussehen lassen mit diesem Move. Sehr früh angesetzt, aber dadurch hat es auch perfekt vom Timing her gepasst. Wir haben den PET. Damit steht es 7:0. Das heißt, unseren ersten Offense Drive schließen wir direkt einmal mit Punkten ab. Da lässt sich doch drauf aufbauen. So, der Kick ist unterwegs. Geht bis hinter die Goal Line. Oh, und Probleme beim Return. Da haben sie den Ball. Der Returner stürzt zu Boden, weiß gerade gar nicht, wo er ist. Die Szenen werden immer kurioser. Das sah wirklich mal brillant aus. Erster Versuch und 10 an der eigenen 7-Yard-Linie. Mariota wird sich bedanken. So, aber auch mit Sicherheit der Running Back, denn vom Tippe war stark darauf, dass sie jetzt versuchen werden, erstmal per Run hier ein paar Yards. Nein, sie passen direkt und Mariota wirft vollständig. Es wird ein gute 7 Yards Raumgewinn sein. Ja, so ist es. 2. und 3. Ball ist damit an der 14-Yard-Linie. So, 2. und 3. Boah. Wunderbarer Lauf. Henry holt ein neues First Down für die Titans. Der Ball ist an der 19-Yard-Linie. Jetzt läuft langsam schon die Zeit runter Richtung 2-Minute-Warning. 1. und 10 von der 19-Yard-Linie. Wieder ein Lauf, wieder ist da eine Lücke. Jeff Heath mit dem Tackle gegen Henry. Aber wir haben einen 2. Versuch und 6 damit. Oh, ob sie den Spielzug jetzt noch schaffen, bevor das Quarter endet. Das wird aber eine ganz enge Nummer. Nein, tun sie nicht. Die erste Halbzeit ist vorbei. Wir gehen mit einer 7:0 Führung in das zweite Quarter mit hinein. Er muss eins ganz ehrlich sagen, die spielen bis jetzt aber sehr, sehr gut mit. So. Wir blitzen weiter Edge Sling durch die Mitte. 2. Versuch und 6. Ball an der 23-Yard-Linie. Laufspiel über die Außen. Oh! Und da ist die Lücke. Da bin ich mit dem einen Linebacker viel zu früh nach innen gestoßen. Boah, Henry, 3 Rushes für 29 Yard. Also, wir haben da gerade ein kleines Defense-Problem. 1. und 10 an der 44-Yard-Linie. Ich dachte, die Titans, wie auch mit der Legend Javon Curse in der Defense, würden hier richtig Druck geben. Tja, und auf einmal ist es die Offense. Angeführt von Mariota, die hier sehr gut spielt. Der Pass war natürlich nicht gut. Den hätte einer von den Little Monsters fangen können, die nur 65 cm hoch sind. So wird das schwierig. 2. und 10 an der 44. Oh, das ist ein Screen, aber wunderbar. Jeff Heath hat da aufgepasst. Und jetzt haben wir einen 3. und 10. Da haben sie den Ball jetzt wirklich, sie haben ja an der eigenen 7-Yard-Linie angefangen. Recht gut nach vorne bewegt. Und jetzt ist es ein 3. und lang.
Mariota wirft unvollständig. Den musste er wegwerfen. Leider gesehen, dass der Safety ihm da gefährlich zu nahe kommt. Oh, Trash Talk. Wir schalten direkt um zum Head Coach. Haha, schön. So, vierter Versuch und 10. Der Punt der Titans ist unterwegs. Geht bis an die 23-Yard-Linie. Und Sanders, ah, da kommt er nicht mehr raus. Da habe ich fast gedacht, kann er sich nochmal halten? Dann haben wir etwa eine freie Bahn gehabt. Erster und 10 an der 33. So, wir laufen noch ein bisschen. Jetzt noch einmal Punkte scoren vor der Halbzeit. Dann bekommen wir in der zweiten Halbzeit unserer Offense zuerst den Ball. Boah, eine Wahnsinnslücke für Eddie George durch die Mitte. Neues First Down, Ball ist an der 46-Yard-Linie. Der noch meine eigenen, wohlgemerkt. Wir bleiben beim Laufspiel, Inside Zone. So, Ezekiel Elliott bekommt den Ball. Er spinnt sich hier gerade durch die komplette Defense der Titans und kommt bis an die 30-Yard-Linie. Two-Minute-Warning. Wir sind in den letzten 2 Minuten der ersten Halbzeit angekommen. Hier lief die Zeit aber auch wirklich mal sehr zügig runter. Ja, nehmen wir mal die Flut. Hier kommt die Flut. So, Sanders und Keyshawn Johnson auf den Außen. Schauen wir mal, was die beiden Safeties machen. Sharp über die Mitte, die weitere Option. Oh, da laufen wir selbst. Da ist ja eine... Ah, kommt er da raus? Ja! Dak Prescott kommt da raus, holt das First Down. Da sliden wir ab. Hat sich aus dem versuchten Tackle des Defense Tackles noch herausdrehen können. Das ist natürlich bitter. Also für die Titans, nicht für mich, ganz im Gegenteil. Au, oh, nochmal wieder ein Screen Pass. Haben wir auch schon lange nicht mehr probiert. Ezekiel Elliott ist da die Anspielstation. Los geht's. Elliott, oh, da hat er den Ball. Und da hat er einen schönen Vorblock bekommen. Trägt den Ball bis an die 13-Yard-Linie der Titans. Wir haben einen zweiten Versuch und 4. So, zweiter Versuch heißt, wir gehen in den Strategy-Bereich hinein. Wir sind an der 13. Ah, dann nehmen wir den Close Play Action Cross. Meine sichere Variante ist Jarwin. Ich schau mal, ob Amari Cooper frei ist. Falls ja, gehen wir auf den Touchdown. Und das kann ich nicht. Wenn ich den geworfen hätte, wäre es eine Interception geworden, bin ich mir relativ sicher, weil der Linebacker genau davor stand. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Dritter und 11 von der 20-Yard-Linie. Das ist ein Nümmerchen. So, wir attackieren die Mitte mit Sharp und mit Terrell Owens. Und wir können auch selbst laufen. Oh, Prescott probiert's und das ist das First Down an der 9-Yard-Linie. Starker Einsatz vom Quarterback. Perfekter Run. So, First and Goal. So, wir nähern uns langsam schon dem Ende. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen, sonst läuft mir die Uhr weg. Keyshawn Johnson und Terrell Owens auf Slant Routes. Meine Anspielstation, Incomplete Pass. Second and Goal, 7 Sekunden vor dem Ende. Ba, 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 bam. Ich bleib mal bei dem Quick Slant. Ich hätte eben eine Auszeit nehmen sollen, das wäre schlauer gewesen. Johnson und Cooper wieder meine Anspielstationen. Boah, ich will aber auch die Interception werfen, glaube ich. So, jetzt haben wir noch 3 Sekunden auf der Uhrline da. Nehmen wir das Field Goal mit. Ah, die Titans hier. Überraschend stark unterwegs. Wir gehen mit 10:0 in Führung. Es ist Halbzeit. Aber auf jeden Fall, die Titans spielen gut mit. Also nehmen auch gut mit ihren Drives Zeit von der Uhr. Müssen jetzt natürlich aufpassen, dass sie hier gleich nicht ein Three-Score-Game gegen sich haben. Sanders mit dem Return. Orientiert sich auf die linke Seite. Ein schöner Spin-Move. Am zweiten kommt er nicht mehr ganz durch. Da haben sie ihn. Erster Versuch und 10 für meine Cowboys an der 28-Yard-Linie mit Beginn des dritten Quarters.
So, was haben wir denn? Play Action Read. Shannon Sharp und Amai Cooper sind meine Einspielstation. Ich schau mal, was der verbleibende Safety da hinten macht. Boah, ne. Ich glaube nicht, dass das so eine hervorragende Idee ist, mit Play Action zu arbeiten, wenn da ein Javon Curse steht. Denn der hat mir gerade wehgetan. 2. und 19. So, wir laufen erstmal Halfback Lead durch die Mitte mit Eddie George. Mal sehen, dass ich hier ein paar Yards jetzt gut mache. Kommt ein Blitz von der rechten Seite, der ist mir aber schmückes. Ich wollte eigentlich über die Mitte laufen. Das waren gerade mal 3 Yards Raumgewinn. Das heißt natürlich, jetzt haben wir den dritten und richtig lang. Dritter Versuch und 16. Nehmen wir den Sales-Spielzug. Das heißt, Keyshawn Johnson und Amai Cooper sind meine Anspielstation. Auch hier muss ich wieder... Oh, da ist Keyshawn Johnson alleine. Der hat ein 1 gegen 1. Da gehen wir den langen Ball. Und den hat er. Ja, Mutterseelen allein. Hat man gut gesehen. Der Free Safety der Titans ist nach vorne gerückt. Das ist natürlich verdammt bitter, beim 3. und 16 eine 70-Yard-Touchdown-Bombe zu kassieren. Und es ist genau das eingetreten, was wir gemacht haben. Jetzt haben wir ein 3-Score-Game. Die Titans müssen 3-mal scoren, um das Spiel mindestens auszugleichen. Und ganz ehrlich, das ist nochmal eine sehr, sehr angenehme Situation. Weil jetzt muss Mariota Risiko gehen. Er wird also jetzt werfen müssen, das nicht nur kurze Pässe, sondern auch längere Pässe. Und fängt damit an der eigenen 25-Yard-Linie an, nach diesem Touchback. So, wir blitzen mit dem Thunder Smoke. Erster Versuch und 10 an der 25. Boah, was für eine Lücke! Jetzt sind wir noch auf den Beinen. Riesenplay. Also Henry kriege ich nicht in den Griff. Vier Rushes für 46 Yard. Das ist eine Wahnsinnsnummer, die der hinlegt. Das ist eine Average von jedes Mal um First Down. Erster und 10 an der 42 Yard Linie. Smith geht in Motion. Geht wieder zurück. Wieder ein Lauf. Diesmal konnte ich selber die Lücke zumachen. Mit die Marcus Lawrence. Das ist ein Tackle, davor Loss nicht. Aber immerhin, wir haben gerade Henry mal keine Yards erlaubt. Jetzt haben wir sein Average schon mal ein bisschen gedrückt. Zweiter Versuch und 10, Ball an der 42-Yard-Linie. Oh, was? Diese Lobdinger, die sind so sauig. Die kriegst du kaum verteidigt. Ach, erster und 10 an meiner 42-Yard-Linie. Die Titans marschieren hier, machen das sehr, sehr gut. Wir blitzen jetzt mit beiden Safeties, also Heat und Woods kommen nach vorne. Das ist eine Interception von Sanders. Wie hat er denn den Ball da rausgeholt? Der war eigentlich in den Händen des Receivers der Tennessee Titans. Und dann schlüpft er dieses Ding da raus. Wahnsinnsplay. Wir haben einen 1. und 10 an der 44-Yard-Linie. War das schon eine gewisse Vorentscheidung mit diesem Turnover? Ein so schöner Drive. Eddie George läuft bis an die 40-Yard-Linie. Dort haben wir einen neuen 1. Versuch und 10. Wir nehmen mal den Inside Zone. Also die Uhr tickert hier weiter runter. Wir nähern uns jetzt bereits dem Ende des dritten Quarters. Eddie George. Was? Okay. Das war der sterbende Schwan, den wir gerade von Eddie George gesehen haben. Auf jeden Fall sorgt es dafür, dass die Zeit weiterläuft und damit das dritte Quarter beendet ist. Wir gehen rüber ins Schlussviertel. Wir haben einen 1. Versuch und 10 in der 29-Yard-Linie der Titans. Sind also bereits in Field Goal Range. Eddie George läuft jetzt über die Mitte. Ah, da gehen wir doch über die Außen. Schöner Open Field Tackle. Damit haben wir einen 2. und 8. Das waren nur 2 Yards.
Also rein gefühlsmäßig hätte ich gedacht, da waren wir deutlich weiter. So, Wide Receiver Quick, der Ball liegt ja auf der rechten Hashmark. Das heißt, ich schaue mal, ob Amari Cooper schnell genug ist. Den schicken wir jetzt in Motion. Und da ist er unterwegs. Over, ja. Dritter Versuch und 12. Sehr schönes Tackling, sehr schöner. Haben sie mir sehr schön den Spielzug kaputt gemacht, das muss man leider sagen. Play Action Slot Cross. Also in der Field Goal Range bin ich ja, Ball ist ja an der 30. So, Terrell Owens als Slot Receiver meine Anspielstation oder auch Keisha Johnson, je nachdem, wie sich die Defense hier verhält. So, sicherer Catch von Amari Cooper. Ball ist an der 14. Ja, da habe ich mal richtig viel Zeit gehabt. Play-Action-Counter-Shot. Der sieht ja auch interessant aus. Sharp und Jarvin, also meine beiden Tight Ends, meine Anspielstation. Immer auf Jarvin, der hat den Ball und ist in der Endzone. Ich glaube, die Nummer ist damit durch. Der PET ist unterwegs und der ist auch gut. Wir haben ein 24 zu 0. 12 Sekunden vor dem 2-Minute-Warning. Der Kick ist unterwegs, geht bis in die Endzone. Kein Return, Touchback. An der 25-Yard-Linie kommt Mariota. Nach der Interception, die ich ihm wirklich nett ankreide, das war der Receiver. Also, das darf ein Receiver nicht passieren, dass er so den Ball aus den Händen reißen lässt, wie Sanders das getan hat. Erster und 10. Ich habe, glaube ich, nicht einen Sack im Spiel gesehen. Vollständiger Pass von Mariota, zweiter Versuch und 5. Jetzt sind wir beim 2-Minute-Warning. Die letzten 2 Minuten in der Partie sind angebrochen. Beide Teams haben noch alle 3 Auszeiten. Ich glaube, hat nur nicht groß daran, dass die Titans jetzt hier auf Teufel komm raus noch versuchen werden, das Spiel zu drehen. Weil das packst du nicht mehr in den letzten 2 Minuten. Vollständiger Pass, schöner Tackle. Tackle war in Bounce, das heißt, die Uhr läuft weiter. No Huddle Offense jetzt. Die Titans stellen sich also direkt wieder auf. Third and Inches. Wieder ein schöner Pass und wieder läuft die Uhr weiter. Erster Versuch und 10. Ball ist an der 40-Yard-Linie. Die letzten 1,5 Minuten im Spiel laufen jetzt. Oh Gott. Habe ich mal komplett ins Leere getackelt. Ich wollte einen Hitstick-Tackle setzen, der ging aber komplett daneben. Erster und 10 an meiner 42-Yard-Linie jetzt. Die Titans sind also über der Mittellinie. Incomplete Pass von Mariota bedeutet, wir haben einen zweiten Versuch und 10. So, Ball an der 42. Vollständiger Pass. Leighton Van Der Esch tackelt zwar nicht, schiebt aber den Receiver ins Außen. Damit ist es ein dritter und 15, den wir jetzt haben. 1 Minute und 4 Sekunden. Wir sind noch zu spielen. Ball an der 47-Yard-Linie. Zu viel Druck auf Mariota, kein Fumble, der Ball war schon in der Wurfbewegung. Aber 4. und 15 bedeutet, wieder gibt es einen Punt. Der geht ins Aus. An der 12-Yard-Linie. Und wir haben einen ersten Versuch und 10. Und logisch, Laufspiele probieren jetzt noch Zeit von der Uhr zu nehmen. So, wir laufen mit Eddie George. Die linke Seite oder auch nicht. Oh, war ja 5 Yards. Haben wir da, glaube ich, verloren bei der Nummer. Der hat wehgetan. 2. und 15.
Ich glaube, trotz alledem noch beim Laufspiel. Geht jetzt über die Mitte mit Eddie George. Und da hat er das First Down und ist an der 25-Yard-Linie. Riesenplay hier von Eddie George, der da einfach mal durch die komplette Secondary der Titans rennt. So, jetzt laufen wir. Bleiben beim Lauf, geht über die rechte Seite. Auch wieder bleiben wir auf der Innen. Und schon wieder eine Riesenlücke. Ja, Safeties weg, wegnatzen. Das macht Eddie George einfach wahnsinnig gerne. Wir müssen mal schauen, ob wir hier noch einen Spielzug schaffen. Tun wir nicht. Wir schlagen die Titans 24-0. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.